Wir bei der Landeshauptstadt München fördern Teamgeist. Das Herzstück unserer Zusammenarbeit? Gegenseitige Wertschätzung. Damit alle nach denselben Regeln spielen, haben wir unsere Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit erneuert. An deren Überarbeitung haben sich viele Beschäftigte beteiligt. Darunter auch Mitarbeiter Martin und Führungskraft Mona. Alle waren sich einig. Wir wünschen uns ein starkes Miteinander, wobei Wertschätzung im Mittelpunkt steht. Das betrifft den Umgang zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, aber auch innerhalb des gesamten Teams und der Landeshauptstadt München. Das A und O für eine wertschätzende Gemeinschaft ist die Zusammenarbeit, auch über Abteilungen hinweg. Denn gemeinsam ergänzen wir uns, finden Lösungen und bilden so eine starke Stadtverwaltung München. Kommunikation ist dabei mehr als nur darüber reden. Nur wenn wir Respekt zeigen und den Austausch von Wissen fördern, dann bedeutet Kommunizieren auch wertschätzen. Unsere Vielfalt ist eine echte Bereicherung. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass sich alle bei uns wohlfühlen. Chancengleichheit fördern wir und respektieren Unterschiede. Veränderung ist immer auch eine Chance. Martin traut sich, zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Mona unterstützt ihn dabei. Sie fördert Martin, aber fordert auch seine Eigeninitiative und Kreativität. Denn Leistung ist mehr als das, was am Ende herauskommt. Bei allem, was wir tun, unser innerer Kompass ist Verantwortung. Danach handeln wir und achten auch auf unsere Gesundheit. Durch Qualität und Zuverlässigkeit prägen wir das Bild der Landeshauptstadt München positiv. Wie wollen wir die 6 Grundsätze lebendig werden lassen? Mona und ihr Team beschäftigen sich jedes Jahr mit 2 Grundsätzen. Beim Thema Kommunikation überlegen sie zum Beispiel, wie sie ihre Besprechungen besser gestalten können. Außerdem planen sie eine Teamentwicklungsmaßnahme, um die Zusammenarbeit zu stärken. Und was bedeutet Wertschätzung für Sie und Ihr Team? Tauschen Sie sich aus. Nur so können unsere neuen Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit Wurzeln schlagen. Mehr Informationen finden Sie in Wilma unter dem Thema Führung.